Jetzt haben wir die 89, hier seht ihr es. Und jetzt, wenn wir die Linie machen mit der 89, dann haben wir hier. Servus, ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch, wie ihr Linienarten bearbeiten könnt. Hier gehe ich mal in das Teilbild YouTube-Like rein mit einem kleinen Smiley auf eine Aufmerksamkeit. Also wenn euch das Video gefällt, dann bitte auch mit einem Like mir helfen, dieses Video besser zu verbreiten zu können. Und dann zeige ich euch, um was es hier geht. Also ihr könnt ja zum Beispiel Linien erstellen und die Strichart definieren. Die könnt ihr zum Beispiel entweder über die Layer steuern oder natürlich auch hier Stricharten erzeugen. Dazu sind wir in dem Eigenschaften-Panel und deaktivieren mal Strich. Und dann können wir zum Beispiel hier diese Kreuze Abbruchlinie strichiert. Um die geht es am häufigsten. Wenn wir jetzt die erzeugen, dann sind uns die Kreuze vielleicht zu groß. Ich mache dazu mal einfach eine Rohbauwand, dass wir die sehen mit 24er Stärke. Moment. Oh. Fügen wir an. Eigenschaften wieder alles rein, denn wir wollen aber für die Wand. Komm. Ui, komm, fang von vorne an zu suchen. Wand. Wand. Jetzt, hier sind wir. Diesen Layer möchte ich nehmen für meine Wand. Wäre natürlich anders jetzt schneller gewesen, aber gut. So, jetzt haben wir hier vielleicht das Abbruchsymbol und uns sind die Kreuze zu groß für den Maßstab 1 zu 100 oder für den Maßstab 1 zu 50. Würde es eigentlich noch gehen, aber 1 zu 200, dann wird schon fatal. Und jetzt wollen wir das Abbruchsymbol, diese Kreuze zum Beispiel verändern. Und da gibt es eine Datei und die ist jetzt irgendwo verlegt, je nachdem, wie eure Einstellungen vom Projekt sind. Wir gehen dazu einfach mal auf Datei, Projekt und Ressourcenverwaltung und gehen hier auf Rechtsklick Eigenschaften. Hier sind wir bei den Linienstilen und die sind bei mir im Projekt abgelegen. Wenn ihr das im Büro abgelegt habt, dann müsst ihr Servus, im da ist der Peter STD-Ordner aus dem suchen, Schnitt. ansonsten Ich im gehe jetzt da aus Projekt Versehen in den PRJ. STD-Ordner. Da Ich gehen wir hätte jetzt einfach natürlich ins im Allmenü wieder rein. PRJ-Ordner Gehen sollen. Ich holen und korrigiere das das Ganze Ganze später, Windows aber am Explorer. Anfang ist es mir nicht aufgefallen. Und jetzt weiter im Video. STD unserem Pfad. Das heißt, ich gehe hier rein, drücke einmal auf L, nochmal auf L und komme dann hier zu den Dateien, die mit L beginnen. Was habe ich gesagt? LineType.dat. Da macht ihr einen Rechtsklick drauf. Ich öffne das alles mit dem Notepad. Ihr könnt das auch im Editor starten, also zum Beispiel hier. Alles klar, mag ich aber nicht. Ich mag mein Notepad dafür verwenden. So, jetzt hier auf der Seite haben wir es. Schauen wir das hier rüber. Und jetzt habt ihr hier diese Abbruchlinien, das ist die 99 in dem Fall oder die 98, das ist die Weite. Schauen wir uns nochmal den Altplan an. Abbrechen. Das haben wir geöffnet. So, das ist die Linie, die 97, 98, 99. Machen wir mal auf 98, dann seht ihr, wie groß der Abstand ist. Jetzt könnten wir Folgendes tun. Wir könnten eine Nummer unter 90 einfach hernehmen und uns das Ganze kopieren. Das heißt, die 99. Oder wir könnten auch diese hier abändern. Das heißt, wir könnten auch hier die Daten abändern. Dann habt ihr aber wirklich die 98 für euer Projekt komplett geändert. Damit die Abbruchlinie wirklich eigentlich egal ist in diesem Projekt, könnte ich jetzt eigentlich wirklich gleich auf die 99 springen oder auf die 98 und das hier bearbeiten. Oder ich kopiere es mir einfach und füge hier davor eine Zahl ein vor 90. Und dann machen wir halt hier die 89 und ich nenne das Subgrade. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt wieder da, das ganze Video zu liken. Oder habe ich das schon gehabt? Egal.
Ihr könnt es jetzt auf jeden Fall nochmal liken oder disliken, ist egal. So, jetzt haben wir hier erstmal die Linienlänge. Das heißt, also die 1, die lassen wir unberührt, aber hier die Linienlänge ist hier in dem Fall 35, hier ist es 60, hier ist es 26. Ändern wir das Ganze mal ab auf, keine Ahnung, 50. Und jetzt haben wir hier, H ist die Höhe. Ja, ich mache mal 10. Breite machen wir auch 10. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Lücke zwischen, also das ist das die Kreuzhöhe, ne? Also können auch sagen 5, machen wir es mal ganz klein. Und sorry für meinen Räuspern gerade, das war ziemlich laut. Das mache ich auch sehr oft in Videos. Und jetzt können wir eine Lücke zwischen den Kreuzen und Linien machen. Und je nachdem, ob hier negativ oder positiv ist, wird da so. Also negativ heißt, wir machen eine Lücke und positiv, glaube ich, ist einfach eine Linie nochmal. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Lücke rein und die Lücke machen wir 25. Dann speichere ich das Ganze ab, schließe das, schaue, dass ich hier bei meinen Linien jetzt nicht mehr auf Line Type gehe, gehe vielleicht auf eine Backup-Datei und jetzt starte ich dieses Projekt nochmal neu. Jetzt erzeuge ich eine Linie, Strich von Layer entfernen wir. Und jetzt schauen wir mal, die 9.8 hat es noch nicht geladen. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal das Projekt komplett wechseln. Gehen wir mal hier in Projekt 2 rein. Dann wechseln wir wieder in das andere Projekt rein. Und jetzt, wenn wir eine Linie erstellen, sollte eigentlich die 89 kommen. Kommt aber nicht. Warum? Warum? Weil ich es im STD-Ordner geändert habe. Wie doof. Okay, ich kopiere das Ganze und gehe in mein Projekt rein. Eieiei, wieder. Aber Gott sei Dank haben wir es kopiert und nicht abgeändert. Hey, kleinen ersten Fehler gemacht, gell? So, jetzt fügen wir es hier ein. Einfügen, ersetzen und so, jetzt nochmal Projekt. Aber das sind genau die Fehler, die euch auch passieren. Das ist das Gute, wenn ich Fehler mache. Ihr lasst die einfach drin. Jetzt haben wir die 89, hier seht ihr es. Und jetzt, wenn wir die Linie machen mit der 89, dann haben wir hier Mini-Kreuze am Ende unserer Linie. Und es sind jetzt immer 50 und dann kommt so ein Kreuzchen. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ja. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo bei mir. Kommentiert schön, wie toll ihr das findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter. Jetzt kommt die Melodie. La 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 la. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.